Der David hat erfahren, dass die Philister die Stadt Keila angegriffen haben. Er hat über den Priester Abiatar Gott gefragt, soll ich der Stadt Keila helfen? Gott hat gesagt, ja, red Keila, ich gebe dir den Sieg. Der Saul hat gehört, dass der David in Keila ist und hat gedacht, aha, jetzt kann ich ihn in der Stadt packen. Der David hat Gott gefragt, wird mich die Stadt Keila am Saul ausliefern? Gott hat gesagt, ja, sie wird dich ausliefern. Es ist besser, wenn du flüchtest. Und so hat sich der David in der Wüste versteckt. Der Saul hat ihn nicht gefunden, aber der Jonathan hat den David gefunden und gesagt, gib nicht auf und vertrau Gott. Du wirst König sein und ich mache Zweiten. Das weiss auch mein Vater. Sie haben sich nochmal treu geschworen und dann ist der Jonathan wieder zurück zu seinem Vater. Das ist schön, dass der David so einen guten Freund hat. Aber der Jonathan wäre gescheiter beim David geblieben, anstatt zu seinem brutalen Vater zurückzugehen. Beim David hätte er es bestimmt besser gehabt. Du hast recht. Der Saul hat erfahren, wo sich der David versteckt hat und hat ihn mit 3000 Soldaten verfolgt. Unterwegs ist er in eine Höhle gegangen, um sich zu erleichtern. Ausgerechnet in dieser Höhle haben sich ganz weit hinten der David und seine Leute versteckt. David seine Leute haben gesagt, jetzt kannst du den Feind umbringen. Aber der David hat ihnen verboten, dem Saul etwas anzutun, weil der Saul von Gott gesalbt worden ist. Ganz heimlich hat er dem Saul ein Stückchen von seinem Mantel abgeschnitten. Wo der Saul aus der Höhle rausgegangen ist, ist der David ihm nachgelaufen und hat gesagt, mein König, schau, ich habe ein Stückchen von deinem Mantel abgeschnitten. Ich hätte dich umbringen können, aber ich will dir nichts antun, weil du von Gott gesalbt worden bist. Warum verfolgst du mich? Der Saul hat bestimmt ein ganz verdattertes Gesicht gemacht. Das hätte ich wollen sehen. Genau. Der Saul hat gesagt, hoppla, dass mir so etwas Dummes passiert. Du bist gerechter als ich. Ich weiss, dass du König werden wirst. Schwör mir, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Der David hat es ihm geschworen und der Saul ist wieder heimgegangen. Der David und seine Leute haben dem reichen Nabal geholfen, seine 3000 Schafe und 1000 Geissen zu hüten. Sie haben ihn dafür um Lebensmittel gebeten. Aber der Nabal war geizig und wollte dem David nichts geben. Da war der David so beleidigt, dass er den Nabal und alle seine Knechte wollte umbringen. Oh, das hätte David aber niemals dürfen machen. Wegen so einer kleinen Sache so viele Menschen ermorden. Stimmt. Abigail, die Frau von Nabal, hat erfahren, dass der David von ihrem Mann beleidigt worden ist und dass ihr Leben in Gefahr ist. Sie hat schnell 200 Brot, 300 Rosinen und Feigenkuchen parat machen lassen und dem David entgegengeschickt. Sie hat sich höchst persönlich auf den Weg gemacht und ist ihm entgegengeritten. Wo sie ihn gesehen hat, ist sie vor ihm niedergefallen und hat gesagt, ich bin deine Magd. Ärgere dich nicht über die Bosheit und Dummheit vom Nabal. Überlass Gott, den Nabal zu bestrafen. Du sollst mit reinen Händen König werden. Vergib mir, dass ich erst jetzt mit Brot zu dir komme. Aber ich habe es nicht vorher erfahren, dass du darum gebeten hast. Was hat echt der David gesagt? Er hat ihr bestimmt vergeben und war froh gewesen, dass sie ihn davor bewahrt hat, reinzuschlagen. Richtig. Der David hat gesagt, ich lobe den Herr,
dass Gott dich geschickt hat und mich davor bewahrt hat, mir selber zu helfen. Der Nabal ist 10 Tage später wegen einem Schlaganfall gestorben. Kurz darauf aber hat der David die Abigail geheiratet. Der Saul ist wieder gegen den David ausgezogen mit 3000 Soldaten. In der Nacht haben sich der David und der Abishai ins Lager vom Saul geschlichen und dem Saul den Speer und den Wasserkrug gestohlen. Auf dem Hügel nebenan, in einem sicheren Abstand, hat David am Feldherr zugerufen: Abner, du Held! Warum hast du deinen König nicht bewacht? Wir hätten ihn können umbringen. Schau, wir haben seinen Speer und seinen Wasserkrug. Saul, wieso jagst du mich wie ein Rebhuhn in den Bergen umeinander? Saul war berührt, dass der David ihn verschont hat und hat gesagt: Gott segne dich. Dann ist der Saul wieder heimgegangen. Hoffentlich hat der Saul jetzt den David endlich in Ruhe gelassen. Ja, das hat er. Aber der David hat Angst vor dem Saul gehabt und ist zu den Philistern gewohnt. Ausgerechnet zu den Philistern, wo er doch erst gerade noch gegen sie gekämpft hat und statt Keila vor ihnen gerettet hat. Ja, leider. Der Philister König Achish hat prompt wollen, dass der David mit ihnen in den Krieg gegen Israel zieht. Aber die Obersten von der Philisterarmee haben den David wieder heimgeschickt, weil sie Angst hatten, dass sich der David im Krieg gegen sie wenden wird. Sehr gut, dass sie ihn heimgeschickt haben. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn der David gegen das eigene Volk gekämpft hätte. Stimmt. Der David ist zu seiner Familie heimgegangen. Er ist verschrocken, wo er gesehen hat, dass seine Stadt verbrannt war und die Familie gefangen weggeführt worden ist. Die Amalekiter haben angegriffen und alles plündert. Alle Leute von David haben geweint und sogar davon geredet, den David umzubringen. Der David hat Gott gefragt, ob er die Amalekiter verfolgen soll, und Gott hat gesagt: Ja, ihr werdet eure Familie befreien. Und so ist es auch gewesen. Sehr gut. Wie ist es dem Saul im Krieg gegen die Philister gegangen? Der Saul hat Angst vor den Philister gehabt, weil Gott ihm nicht mehr geantwortet hat. Er ist zu einer Totenbeschwörerin gegangen, obwohl er die früher einmal alle ausgerottet hatte und hat mit einem verstorbenen Samuel geredet. Also nein, der Saul war mega schlimm. Gott hat doch verboten, mit den Toten Kontakt aufzunehmen. Gott hat ihn wegen dem bestimmt bestraft. Ja, das hat er. Der Samuel hat gesagt: Was willst du jetzt noch von mir? Du weißt genau, dass Gott das Königtum am David gegeben hat. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. So ist es auch gewesen. Israel hat den Kampf gegen die Philister verloren und der Saul und seine Kinder sind gestorben. Obwohl der David 7 Jahre lang vom Saul verfolgt worden ist, hat er trauert um den Saul und den Jonathan, weil sie Helden gsi sind. Gott hat dem David gesagt, er solle nach Hebron in Juda zügeln. Dort ist der David zum König über den Stamm Juda gesalbt worden. Der David hat viel müssen leiden, bevor er König geworden ist. Jetzt lesen wir Römer 8, 17. Wir sind Söhne Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit Christus leiden, aber später an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind Söhne Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit Christus leiden, aber später an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wir sind Söhne Gottes
und Miterben mit Christus, die jetzt mit Christus leiden, aber später an seiner Herrlichkeit teilhaben. Jetzt singen wir einen Lobpreis, wo wir Gott bitten wollen, die schwierigen Zeiten zu benutzen, um in uns hineinwachsen, damit er uns mit Herrlichkeit belohnen kann. Welche Weisheit, Gott hält jeden Umstand meisterhaft in seiner weisen Hand. Jeden Menschen sehen wir's auch verschwommen, plante er, wie er's für gut empfand. Jeder Test, die Antwort ist vom Vater, auf das Seufzen des Gebets vom Geist. Christus mög in uns durch Trübsal wachsen, bis er uns verklärt und lohnt zu wachsen.